herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Unrasiert und fern der Heimat, könnte ich sagen. Das stimmt aber nicht, denn ich bin eigentlich ganz nah der Heimat und es steht ein neues Projekt an, und zwar B196 ist ja jetzt abgeschlossen sozusagen, ja. Und ich bin mit der Cover richtig zufrieden, freut mich, dass ich das gemacht habe. Wir haben uns jetzt einen weiteren Lebenstraum erfüllt und was das ist, das zeige ich euch jetzt. Da steht er. Genau, ein Wohnwagen. Wir haben es getan, wir haben uns einen Wohnwagen gekauft. Ein Hümer, auf diesen liebevollen Namen hört er. Und den werde ich euch jetzt erstmal zeigen. Für mich das definitiv Wichtigste, das ist das hier. Ein Mover. Den hat er, ja, wunderbar, wenn man auf engen Plätzen rangieren muss. Nicht, dass ich es nicht könnte, aber es erleichtert um einiges. Ja, wir gehen einmal außen rum. Sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Für das Alter ist er ganz okay. Und das da, das muss noch weg. Keine Ahnung, das waren die Vorbesitzer. Ich weiß nicht, was es heißt, aber es kommt weg. Definitiv. Gehen wir einmal hier längs, bevor wir gleich reingehen. Und noch einmal die Ansicht von vorne. Wunderbar, also für sein Alter sieht er echt noch toll aus, muss ich sagen. Und wir werden uns jetzt mal drinnen umgucken. So, hereinspaziert in die gute Stube und begrüßt wird man dann natürlich von Füße abtreten und Schuhe aus. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten. So, wir sind drin angekommen und wir schauen uns hier gleich noch einmal genauer um. Ja, also man kommt hier rein und läuft dann erstmal direkt auf die Küche zu. Die ist hier vorne, schön versteckt unter den ganzen Müll. Nein, eine kleine Tüte hier, aber da haben wir eine Spüle und wenn man das hier einhängt, hat man auch gleichzeitig noch eine Arbeitsfläche. Wunderbar. Ja, der Herd, der befindet sich dann halt hier unter. Genau da. Drei Platten Kochherd, einmal da einhängen, fertig. Wunderbar. Und schon könnte es theoretisch losgehen. Genau. Haha. Wunderbar. Und wie gesagt, alles hier in diesem Wohnwagen ist für das Alter in einem echt guten Zustand. Die Polster sehen gut aus. Das ganze gesamte Interieur sieht eigentlich wirklich top aus, muss ich sagen. Man hat hier vier Schlafplätze sozusagen. Einmal hier auf dieser Seite und einmal hier hinten. Hier kann man dann auch noch umbauen zur Liegefläche, zur vollwertigen. Man hat allerhand Staufächer. Da oben sozusagen. Alles das, was man hier sehen kann, das sind einfach mal Staufächer. Kann man so viel Schönes und so viel Unnützes unterbringen quasi. Da ist auch noch ein umlaufendes Regal sozusagen. Also Platz hat man hier mehr als genug. Und man nutzt es zwar nicht, aber ich sag mal, jeder Wohnwagen hat es. Eine Nasszelle. Klein und gemütlich mit Spiegel und Beleuchtung. Und wo ich jetzt gerade das Thema Beleuchtung habe, das ist das, was ich mir vorgenommen habe, Step by Step zu verändern. Weil ich sag mal, ich möchte ein bisschen zeitgemäß unterwegs sein. Das heißt, hier werden nach und nach wird hier auf jeden Fall LED-Beleuchtung reinkommen. Ich habe mir überlegt, ich werde das teilweise mit Lightstrips machen oder teilweise mit LED-Leuchten. Eine davon ist ja hier schon drin. Das ist eine LED-Beleuchtung. Die ist jetzt kaltweiß, aber ich habe mir gedacht, ich werde das Ganze in warmweiß gestalten sozusagen. Das macht das Ganze dann noch ein bisschen gemütlicher. Und ja, wir werden mal schauen, ob ich jetzt Glühbirnen verwende oder ob ich hier vielleicht unter diesem Band hier sozusagen oder hier einfach einen LED-Strip längs laufen lasse. Einmal umlaufen, damit man so eine, ich sag mal, indirekte Beleuchtung hat. Die könnte man auch hier längs führen, sag ich mal. Das würde dann, denke ich mal, auch gar nicht schlecht sein, weil man hat dann hier nämlich noch Steckdosen. Zwar hat man dann hier auch das Antennenkabel von dem Fernseher mit Satellitenanlage. Achso, ja, Fernseher, der steht hier. Mal gucken, wie oft man den denn wirklich nutzt. Aber ich sag mal, das ist so der grobe Plan, den ich habe, dass das hier nach und nach auf LED-Beleuchtung umgestellt wird, auf eine schöne warmweiße Beleuchtung, würde ich mal sagen.
Das ist der Plan. Und ja, wir fahren damit auch demnächst schon das erste Mal in Urlaub. Es geht nach Boltenhagen. Und da wartet die nächste Herausforderung auf mich oder auf uns besser gesagt, nämlich der Aufbau des Vorzeltes. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Vorzelt aufgebaut, meine Frau auch nicht. Also wenn ihr hier demnächst ein Video seht mit dem Thema Boltenhagen, dann klickt da auf jeden Fall drauf, denn es wird bestimmt lustig werden. Wir werden Frustration sehen, wir sehen menschliche Dramen werden wir sehen beim Aufbau des Wohnwagen-Vorzeltes. Ich denke mal, die Fahrt an sich kein Thema, weil fahren kann ich, rangieren kann ich auch. Mit Hilfe des Movers kann ich sogar noch besser rangieren. Also dem Ganzen sehe ich positiv entgegen. Ja, ich freue mich wahnsinnig auf diesen ersten Urlaub und den Umbau des Wagens oder der Umgestaltung der Beleuchtung des Wagens. Das ist erstmal das Erste, was ich mir so vorgenommen habe. Ja, und für dieses kleine Informationsvideo, wir haben uns einen Wohnwagen gekauft. War es das heute auch schon? Ich denke mal, ich werde diese Reihe Wowa-Vlog nennen. Klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber trifft das Ganze auf den Kopf, denn es wird um uns gehen, um unsere Urlaube gehen und um unseren Wohnwagen. Vielleicht können wir dem Wohnwagen ja auch einen Namen geben. Was haltet ihr davon? Weiß ich nicht. Schreibt mir das sonst einfach mal unten in die Kommentare rein, wie ihr diesen Wohnwagen hier nennen würdet. Und wo wir schon mal dabei sind, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen mit uns und unserem Wohnwagen und bestimmt noch weiteren Projekten, die sich im Laufe meines Lebens oder unseres Lebens ergeben werden. Tja, bis zum nächsten Video möchte ich mich jetzt von euch verabschieden und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.